die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands. Herzlich willkommen an die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, lieber David McAllister, lieber Achim Zeller, meine Damen und Herren, liebe Gäste, zunächst einmal herzlich willkommen zum Europafest der CDU hier auf dem Breitscheidplatz. Meine Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, unsere Bundeskanzlerin hier begrüßen zu können. Liebe Angela Merkel, Sie haben in den vergangenen Jahren wie keine andere dafür gesorgt, dass Europa in den Zeiten der Krise eben nicht vor die Wand gefahren wird. Sie haben mit viel Leidenschaft und mit einem klaren Kurs dafür gesorgt, dass die Krise der Eurozone und die Krise an den Finanzmärkten nicht dazu geführt hat, dass unser Europa zusammenfällt, sondern dafür, dass unser Kontinent zusammengehalten wird. Und dafür, liebe Angela Merkel, gilt Ihnen unser aller Dank. Es sind keine leichten Zeiten, aber ich bin sicher, dass Sie unser Land auch durch neue Herausforderungen, vor denen Europa steht, etwa in der Ukraine, liebe Angela Merkel, besonnen und entschlossen steuern werden. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass viele Menschen in diesen Tagen Angst haben vor einer neuen Konfrontation, vor Krieg. Und deshalb brauchen wir eine Kanzlerin wie Angela Merkel, die gemeinsam mit unseren europäischen Partnern für einen friedlichen Ansatz steht und auf eine friedliche Lösung in der Ukraine setzt. Ebenso sehr, meine Damen und Herren, freue ich mich, den Spitzenkandidaten der CDU Deutschlands, unseren Freund David McAllister, hier begrüßen zu können, der nicht nur ein Freund unserer Stadt ist, sondern auch ein echter Insider. Lieber David, du bist in Berlin geboren, du bist hier in Charlottenburg in die Waldgrundschule gegangen. Also, lieber David, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Hause. David, ich liebe dich! Und natürlich, meine Damen und Herren, liebe Freunde, begrüße ich an dieser Stelle den Spitzenkandidaten hier für Berlin, in Berlin, unsere starke Stimme für Europa. Herzlich willkommen, meinem Freund Joachim Zeller. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir brauchen Menschen, die sich mit Europa identifizieren, engagiert für unser Land und für unseren Kontinent streiten. Joachim Zeller ist so einer. Ich kenne Joachim Zeller seit vielen, vielen Jahren. Ich habe aus nächster Nähe erleben können, wie er Politik betreibt, wie er Politik macht und wofür er steht. Joachim Zeller, er ist ein glühender Verfechter Europas, auch weil er in den letzten 25 Jahren erlebt hat, wie sich unsere Stadt zum Guten verändert hat. Meine Damen und Herren, es gibt kaum einen Ort in Europa, der so von der deutschen Einheit und von der europäischen Idee profitiert hat. Aus Berlin, der Frontstadt des Kalten Krieges, ist das Herzstück eines geeinten Europas geworden. Heute, im Jahr 2014, können wir sagen, Berlin boomt. Allein im letzten Jahr sind knapp 50.000 Menschen neu in unsere Stadt gezogen. Beim Wirtschaftswachstum stehen wir bundesweit ganz vorne.
Als Hauptstadt sind wir Zentrum unseres Landes. Meine Damen und Herren, unsere Stadt wächst. Es wird überall gebaut, wenn auch nicht überall gleich schnell und erfolgreich. Aber es ist eine andere Stadt als vor 25 Jahren. Es ist eine Stadt mit einem aufstrebenden Gesicht. Und meine Damen und Herren, welches Glück wir heute haben, bei allem, was vielleicht nicht so gut läuft, sehen wir, wenn wir in unsere Vergangenheit blicken. Was siehst du denn? Viele verbinden mit Europa Dinge wie Eurokrise, Haushaltsprobleme in Südeuropa, Bürokraten in Brüssel, die alles regulieren, aber nicht wirklich etwas von den wahren Problemen der Menschen im Land verstehen. Und meine Damen und Herren, Probleme kann und will auch ich nicht leugnen. Aber Europa ist viel mehr. Europa, meine Damen und Herren, auch wenn das da hinten zu Jubelstürmen führt, ist vor allem eine politische Idee. Europa ist ein Friedensprojekt und Europa ist eine Werte- und Schicksalsgemeinschaft. Ein gemeinsamer Traum, der aus einem gemeinsamen alten Traum erwachsen ist. Und das, meine Damen und Herren, das ist es, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Ein Europa, das so dunkle Kapitel in seiner Geschichte durchlebt hat, kann heute umso glaubhafter als Botschafter für seine Ideale eintreten. Und dazu, meine Damen und Herren, auch in den letzten Reihen zählt vor allem der Einsatz für Menschenrechte, zählt der Einsatz für ein tolerantes, für ein friedliches Miteinander und für die soziale Marktwirtschaft. Das, liebe Freunde, das sind die Exportschlager. Das ist das, was Europa der Welt anzubieten hat. Und diese Exportschlager, meine Damen und Herren, liebe Freunde, die wollen wir als Union weiter ausbauen. Wir wollen hier in Berlin dafür sorgen, dass unsere Stadt weiter von Europa profitieren kann. Und wir wollen in Deutschland mit unserer Kanzlerin Angela Merkel dafür sorgen, dass die Grundlagen für Frieden und für Wohlstand, für ein starkes Europa gesichert bleibt. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen zu unserem Europafest hier auf dem Reichsfeldplatz. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ja, Frau Bundeskanzlerin, meine Herren, bevor es die weiteren Reden gibt, wollen wir noch über zwei, drei Dinge sprechen. Frau Bundeskanzlerin, viele meiner Bekannten fragen mich immer, wie schafft die Bundeskanzlerin eigentlich zwei, drei, vier Termine am Tag? Im Wahlkampf sind es ja meistens zwei. Und dann sage ich, das ist ein ganz enger Zeitplan, viel mit dem Hubschrauber auch unterwegs. Und dann sagen die alle, wenn zum Beispiel Sturm ist, frag doch mal die Frau Bundeskanzlerin, ob sie auch Angst hat, wenn sie zum Beispiel im Hubschrauber sitzt. Denn für viele ist das ja doch eine Horrorvorstellung, bei Wind oder teilweise Orkan auch zu landen. Also es wird ja immer entschieden, ob der Hubschrauber fliegen kann. Weder bei zu viel Wolken noch bei zu viel Wind fliegt ein Hubschrauber. Insofern kann ich mich da auf die Sicherheitseinschätzung schon verlassen. Und dann habe ich auch keine Angst. Wenn man jetzt hier in Berlin steht an der Gedächtniskirche, das war ja früher, ich weiß noch, Klassenfahrt aus einem kleinen Ort im Rheinland hierhin. Berlin war eine geteilte Stadt, da war das was ganz Besonderes. Was bedeutet für Sie selbst die Stadt Berlin, in der Sie ja leben und arbeiten, aber auch darüber hinaus? Naja, die Gedächtniskirche war für mich früher ein unerreichbarer Ort. Und davon habe ich viel gehört und auch Postkarten gesehen, aber bin da doch erst sehr spät hingekommen. Und heute einfach so bis Brandenburger Tor gehen kann und dass man heute ein geeintes Berlin hat, ein geeintes Deutschland hat, das wird für Menschen in meiner Generation, die eben auch 34 Jahre woanders gelebt haben, immer etwas ganz, ganz Besonderes und Wunderschönes bleiben. David Miguel ist da. Spitzenkandidat, da wird viel drüber gesprochen, Europa, Sie repräsentieren es mit Eltern deutscher und schottischer Wurzeln, aber was vielleicht die wenigsten wissen, Sie haben Ihre Kindheit in Berlin verbracht, was verbinden Sie? Die Christlich-Demokratische Union ist die deutsche Europapartei. Wir sind die Partei von Konrad Adenauer, wir sind die Partei von Helmut Kohl,
und wir sind die Partei von Angela Merkel. Wir wollen Trennung. Und wir wollen, dass Europa in diesen nach wie vor nicht einfachen Zeiten Kurs hält. Wir wollen Europa in eine gute Zukunft führen, aber wir wollen auch manches anders machen und manches auch besser machen in Europa. Ich möchte drei Schwerpunkte nennen. Erstens, wir treten an für ein wirtschaftliches, starkes Europa. Es muss eine Prioritätensetzung seitens von der Kommission und des Parlaments geben, diesen Kontinent insgesamt wettbewerbsfähiger zu machen. Wir brauchen eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik für mehr Arbeit und Beschäftigung. Politik, die wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit zusammenführt. Dazu gehört eine starke Industrie, dazu gehört den Binnenmarkt zu vollenden und vieles andere mehr, nicht zuletzt Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung. Und deshalb ist die erste Botschaft, wir wollen ein wirtschaftlich starkes Europa. Dafür treten christliche Demokraten. Europaweit Vergemeinschaften durch einen Altschuldentilgungsfonds, durch Eurobonds und durch andere Projekte. Und wir sagen zu diesen Plänen der Sozialisten ausdrücklich Nein. Wir wollen eine Stabilitätsunion. Wir wollen keine Schuldenunion. Wir wollen keine Transferunion. Wir haben die große Mehrheit der Deutschen in dieser Frage an unserer Seite. Und schließlich drittens. Wir setzen uns ein für ein bürgernahes, ein handlungsfähiges Europa. Wir wünschen uns ein Europa, das den Menschen dient. Dazu gehört auch, dass die Europäische Union sich auf die großen Aufgaben konzentriert. Europe should be bigger on big things and smaller on small things. Die großen Zukunftsherausforderungen, die andere Mitgliedstaaten alleine nicht mehr bewältigen können, die sollen gesamteuropäisch geregelt werden. Aber nicht jedes Thema in Europa ist ein Thema für Europa. Deshalb, liebe Europäische Kommission, konzentriert euch in den nächsten Jahren auf die wesentlichen großen Aufgaben und verzettelt euch nicht im bürokratischen Klein-Klein. Dafür treten wir Christdemokraten an, damit dieses auch so umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, ich wünsche der Berliner CDU, dir lieber Frank Henkel und allen Mitstreitern, 11 Tage noch einen erfolgreichen Wahlkampf. Sie haben es selbst in der Hand. Mit einer hohen Wahlbeteiligung, mit einem guten Ergebnis für die CDU, kann Joachim Zeller auch die nächsten 5 Jahre Ihre Stimme in Berlin und in Straßburg sein. Und ich möchte einen ausdrücklichen Dank richten an all diejenigen, die im Team um Joachim Zeller diesen Wahlkampf gestaltet haben. Alles Gute, noch 11 Tage. Ihr werdet das hier in Berlin gut schaffen. CDU an, mit unserem Programm, mit unseren Inhalten, mit unserer Leistungsbilanz, mit den Kandidaten in den 15 Bundesländern, wo die CDU antritt. Wir kämpfen für Jean-Claude Juncker als nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission und wir machen auch Politik für Angela Merkel, für als Person und als Politik. Sie ist die Nummer 1 in Deutschland, sie macht eine großartige Politik in Europa und sie hat jetzt das Wort. Vielen Dank, dass Sie heute meine Heimatstadt zu uns sprechen. Joachim Zeller ist Ihr Berliner Spitzenkandidat. Er hat Erfahrung in Europa. Er hat sich immer wieder für die Belange Berlins, auch im Europäischen Parlament, eingesetzt. Und deshalb gilt ihm unsere ganze Unterstützung. David McAllister ist unser deutscher Spitzenkandidat. Er weiß, als ehemaliger Ministerpräsident, was die Menschen in Deutschland von Europa erwarten. Und er wird sich mit voller Kraft dafür einbringen, dass Deutschland zusammen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament eine starke Stimme hat. Und deshalb, lieber David, herzlichen Dank für deinen engagierten Wahlkampf.
Berliner, der hier 11 Jahre sozusagen geformt wurde. Und Jean-Claude Juncker, meine Damen und Herren, das ist der Spitzenkandidat unserer europäischen Parteienfamilie. Und mit diesen drei Menschen treten wir an und sagen hier in Berlin, wir brauchen ein starkes Europa, wir brauchen ein Europa, das seine Aufgaben meistert. Und da ist ja die Frage, warum nie wieder Krieg? Nie wieder Krieg! Ich möchte Ihnen drei nie Gründe wieder sagen. Krieg! Nie erstens, Krieg. Europa ist ein Werk von Frieden und Freiheit. Als CDU-Vorsitzende schreibe ich Krieg. Zum Geburtstag. Nie wieder Krieg! Und nie wieder Krieg! Ja, nie wieder Krieg! 14 nie wieder Krieg! Schreibe ich, wie auch sonst, nie wieder Krieg! Die 100 Jahre nie wieder alt Krieg! Nie wieder Krieg! Dann überlege ich mir, denke daran, in welchem Jahr Menschen geboren wurden, die heute 100 Jahre alt werden. Ihren Geburtsjahr war das Jahr 1914, als der Erste Weltkrieg begann. Und als diese gleichen Menschen 25 Jahre alt waren, 1939, mitten in ihrer Jugend, da begann der Zweite Weltkrieg. Und meine Damen und Herren, Sie wissen das alle aus ihren eigenen Familien. Wie viele Sorgen mussten sich die Mütter von jungen Männern damals machen? Wie viel Trauer und wie viel Leid hatten die Eltern und die Ehefrau? Und das war in ganz Europa so. Und Deutschland trug an diesen Schrecknissen ein riesiges Maß an Schuld. Und meine Damen und Herren, was ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen? Und was prägt unser Leben von heute? Ein Leben ohne Krieg. Ein Leben im Frieden. Es war gelungen, dass sich weise Männer, die zum Teil noch gegeneinander gekämpft hatten, entschlossen hatten, 1945 und danach, sich die Hand zu reichen und zu sagen, nie wieder Krieg in Europa, wir wollen uns versöhnen und daraus ist Europa entstanden und das macht unser Leben in Frieden und Freiheit möglich, meine Damen und Herren. Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler. Und wenn wir hier in Berlin sind, dann wissen wir, wie hart das auch war, immer wieder einerseits den Frieden zu erhalten und trotzdem seine Werte nicht aufzugeben. Und dass wir in diesem Jahr nicht nur über die Europäische Union sprechen, sondern am 9. November daran denken werden, dass vor 25 Jahren die Mauer gefallen ist. Meine Damen und Herren, das ist ein solches Glück. Und dieses Glück der deutschen Einheit, Eberhard Diepgen ist unter uns, der steht dafür, dieses Glück der deutschen Einheit, meine Damen und Herren, das ist nur möglich gewesen, weil Helmut Kohl als Bundeskanzler wusste, dass wir von Freunden umgeben sind, dass wir in Europa Unterstützung dafür bekommen haben. Und ich sage auch von der damaligen Sowjetunion und Michail Gorbatschow. Und das werden wir nie vergessen, meine Damen und Herren. Wenn Sie zu Europa gehen und daran teilnehmen, entscheiden Sie auch darüber, dass dieser Weg in Frieden und Freiheit nicht nur für uns gilt, sondern auch für unsere Kinder und Enkel. Und angesichts der Probleme, die wir jetzt haben in der Ukraine, zeigt sich doch, dass dieses Werk des Friedens keineswegs selbstverständlich ist, sondern dass jede Generation genau dafür wieder arbeiten muss. Und wir fühlen uns verpflichtet, das Erbe derer, die uns das Leben in Frieden und Freiheit möglich gemacht haben, fortzusetzen, meine Damen und Herren. Und das steht am 25. Mai zur Entscheidung.
wollen wir weiter. Da hilft nur Liebe! Aber meine Damen und Herren, es gibt einen zweiten Grund. Europa ist auch das Versprechen auf Wohlstand und auf Arbeit. Und da haben wir in den nächsten 5 Jahren noch viel zu tun. Wir haben schwierige Jahre hinter uns. Jahre, in denen das Vertrauen in den Euro zusammengebrochen war und in denen wir vor der Frage standen, stehen wir zum Euro oder aber lassen wir die Dinge laufen, wie sie kommen. Und die Christlich-Demokratische Union hat sich fest entschlossen, gemeinsam mit anderen zu sagen, wir wollen, dass der Euro unsere gemeinsame Währung bleibt. Und wir haben dies gesagt, einmal aus deutschem Interesse, denn auf Deutschland geht es auf Dauer nur gut, wenn es auch Europa gut geht, meine Damen und Herren. Und aus dieser Erkenntnis heraus haben wir alles unternommen, um den Euro zu stützen und zu schützen. Aber wir haben 2 Dinge gemacht. Auf der einen Seite haben wir Solidarität gezeigt. 60% unserer Exporte, der Waren, die wir aus Deutschland ausführen, die gehen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Absprachen an unsere Verabredungen halten, sonst kann Europa nicht stark sein. Wir haben uns nicht denen angeschlossen, und das war auch die Sozialdemokratie, die im Bundestagswahlkampf noch eine gemeinsame Schuldentilgung verlangt hat, weil wir nicht glauben, wenn alle ihre Schulden in einen Topf werfen, dass es davon besser wird. Sondern wir glauben, dass wir uns in Zukunft an die Verabredungen halten müssen. Und deshalb muss der Stabilitäts- und Wachstumspakt in Zukunft auch eingehalten werden. Sonst werden wir wieder die gleichen Probleme bekommen. Und das werden wir als christliche Demokraten verhindern, meine Damen und Herren. Und wir sehen erste Erfolge. Spanien und Irland konnten ihre Programme verlassen. Portugal wird das jetzt auch tun. Und auch in Griechenland gibt es deutliche Fortschritte. Aber meine Damen und Herren, wir dürfen natürlich nicht zufrieden sein mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Denn es gibt eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit in Europa. Gerade unter den jungen Menschen. Und in den nächsten Jahren muss alles daran gesetzt werden, dass junge Leute und Ältere wieder Arbeitsplätze bekommen. Gute Arbeit muss möglich sein, nicht nur in Deutschland, wo wir vorangekommen sind, sondern in ganz Europa. Und dafür steht die CDU. Aber da stellt sich natürlich eine Frage, wer schafft denn Arbeitsplätze? Das tun ja nicht die Staaten. Das können wir auch nicht mit Geld machen, was wir nicht haben, womit wir unsere Schuldenberge noch vergrößern würden. Und deshalb müssen wir eine Politik der sozialen Marktwirtschaft machen, bei der wir den Unternehmern, die ein kleines Unternehmen haben, den Selbstständigen sagen, Leute, wir unterstützen euch. Wir machen die Bedingungen dafür, dass man Arbeitsplätze schaffen kann in Europa einfacher und machen nicht immer mehr Bürokratie und schmeißen den Leuten Knüppel zwischen die Beine. Und dafür steht die CDU. Wir wollen Arbeit, indem wir denen Unterstützung geben, die Arbeitsplätze schaffen, meine Damen und Herren. Das ist soziale Marktwirtschaft. Und deshalb muss sich Europa in Zukunft auf das Wichtige ausrichten. David McAllister hat es gesagt, nicht jedes Problem in Europa ist ein Problem für Europa. Aber wie können wir mehr Arbeit haben? Wie können wir besser forschen? Wie können wir unsere Internetanbindung verbessern? Wie können wir vieles in Europa auch alleine schaffen, wo wir heute vielleicht noch von anderen Teilen der Welt abhängig sind? Das
ist wichtig und das ist die Voraussetzung für unseren zukünftigen Wohlstand. Und meine Damen und Herren, wir können über vieles schimpfen, über die großen amerikanischen Internetkonzerne, da gibt es viele Gründe. Aber wir müssen uns fragen, was tun wir, damit wir in Europa auch einmal wieder wichtige digitale Unternehmen haben? Was tun wir, den Breitbandausbau voranzubringen? Was tun wir, die Gesundheitsforschung voranzubringen? Europa wird nur gut leben können, wenn Europa wirtschaftlich erfolgreich ist. Gibt es noch einen dritten Grund, warum es so wichtig ist, in Europa zusammenzustehen. Wir sind ein großes Land, wir sind das größte Land in der Europäischen Union. Wir haben 80 Millionen Einwohner. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen auf der Welt leben, dann sind das über 7 Milliarden. Das heißt, wenn Sie 100 Menschen auf der Welt haben, dann ist nur etwas mehr als einer ein Deutscher. Wenn wir sagen, wir wollen etwas durchsetzen, Klimaschutz, Datenschutz, Verbraucherschutz, da haben wir auf der Welt noch keine Mehrheit. Die haben wir als Europäer alleine auch nicht. Aber mit 500 Millionen Europäern, mit 500 Millionen Menschen, die 25% all dessen produzieren, was auf der Welt produziert wird, da sind wir schon eine starke Macht. Und da können wir sagen, wir setzen uns dafür ein, dass Frieden und Freiheit überall auf der Welt Realität werden, Wirklichkeit werden. Und nun weiß ich, dass manch einer von Ihnen vielleicht denken wird, was erzählt die Frau da? Es ist zu umständlich, zu kompliziert. Gar nicht kompliziert. Wir müssen sich mal einigen. Und wenn wir es dann mit den Staats- und Regierungschefs geschafft haben, dann kommt das Parlament und sagt, nein, wir wollen das ganz anders. Und dann geht es wieder los. Wieder 3 Tage und 3 Nächte. Und sie schalten dann vielleicht den Fernseher ab und sagen, die werden ja nie fertig. Ich habe dafür Verständnis, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen nur 2 Dinge sagen, die Sie dann vielleicht auch, an die Sie sich erinnern sollen. Erstens, schauen Sie mal, schon wenn Sie in Ihrer eigenen Familie oder in Ihrem Freundeskreis darüber sprechen, was Sie am Wochenende machen wollen, dann sind Sie nicht immer gleich einer Meinung, sondern manchmal dauert das ziemlich lange, ehe Sie sich zu einer Entscheidung durchringen. Und wir sind 28 Mitgliedstaaten. Jeder hat seine Interessen. Und deshalb grenzt es an ein Wunder, dass wir in all den schwierigen Fragen immer noch eine Lösung gefunden haben. Auch wenn es lange Beratungen brauchte. In der Eurokrise, in der Finanzmarktkrise, eine Bankenunion aufgebaut haben, einen Fiskalpakt und vieles andere. Und das Zweite, wenn ich manchmal ein bisschen frustriert bin darüber, dass das in Europa immer so lange dauert und so kompliziert ist, dann denke ich einfach mal daran, worüber wir uns in Europa nie streiten. Wir streiten uns nicht darüber, dass es am 25. Mai freie und geheime Wahlen in ganz Europa gibt. Das ist für uns selbstverständlich. Berlin gelebt haben, die haben jetzt im Mai vor 25 Jahren schon viel Mut haben müssen, dass sie überhaupt zur Stimmauszählung gegangen sind und die mussten sich mit da Wahlergebnissen rumschlagen, die einfach gefälscht waren. Das ist der Unterschied zu damals. Meine Damen und Herren, bei allen Problemen, wir haben Reisefreiheit, wir haben Pressefreiheit, bei uns muss niemand. Freiheit. Ich habe heute gerade wieder mit dem griechischen
griechisch-orthodoxen Patriarchen gesprochen, der mir erzählt hat, wie schwierig es ist für viele Menschen, die Christen sind, ihre Religion leben zu können, wenn sie das nicht in Europa machen. Und schauen Sie sich einmal an den Grenzen Europas um. In Weißrussland, in der Türkei, wo Teile des Internets verboten werden, in Syrien, wo ein schrecklicher Bürgerkrieg herrscht. Welche Probleme wir auf der Welt haben und welches Glück wir haben, dass wir in Europa vereint sind und gemeinsam handeln können. Familienmitgliedern. Worüber haben die denn da gesprochen beim Europafest der CDU auf dem Breitscheidplatz? Und was war denn da wichtig? Und da wäre meine Anregung oder mein Wunsch, dass Sie einfach nochmal über Ihre eigene Familiengeschichte oder die Geschichte der Familien Ihrer Freunde und Kollegen reden. Dass Sie mal 100 Jahre zurückgehen und fragen, wie ging es dem Urgroßvater, der Urgroßmutter, was war mit dem Großvater und der Großmutter, was war mit den eigenen Eltern. Und dann überlegen Sie mal, was Sie für eine Möglichkeit haben am 25. Mai. Sie können ins Wahllokal gehen und sich entscheiden. Für ein Europa, dafür, dass Ihre Kinder und Enkel auch in Zukunft in Freiheit und Frieden leben können. Für ein gemeinsames Europa, das uns Wohlstand und Arbeit schafft. Und für ein Europa, das seine Stimme in der Welt erhebt, wenn woanders die Würde von Menschen verletzt wird, der Verbraucherschutz verletzt wird, die Sicherheit nicht eingehalten wird. Das alles sind unsere gemeinsamen Anliegen. Und dann glaube ich, ist es die Sache wert, dass man sagt, mein Beitrag für Europa, das ist mein Kreuz auf dem Wahlzettel für Europa. Und wenn Sie der Meinung sind, dass die Christlich-Demokratische Union die Partei ist, mit Joachim Zeller ihr starker Vertreter im Europäischen Parlament ist, mit David McAllister der Spitzenkandidat einer starken Mannschaft Deutschlands in der Europäischen Volkspartei ist und damit die CDU mitreden kann, wenn es um die Besetzung von Spitzenpositionen geht. Jean-Claude Juncker ist unser Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten. Und wir wollen das in unserer Parteienfamilie besetzen und deshalb stärkste Kraft in Europa werden. Und die CDU sollte dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Meine Damen. Darum geht es. Darum bitte ich Sie. Herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Und werben Sie bei Ihren Freunden, Bekannten für unser Europa, für ein Leben in Frieden und Freiheit. Herzlichen Dank. Absprache, 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 Abspr